Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Formel 1 2013. Ja, Formel 1 2013 kam vor einer Stunde und 4 Minuten raus. Ich habe es aber schon irgendwie ein bisschen früher gespielt, also so 5 Minuten vor Mitternacht, weil es einfach ging. Und ja, ich habe jetzt schon den... Hier den Young Driver Test gemacht. Also ich habe da jetzt für eine Stunde lang gebraucht, weil ich einfach manchmal verkackt habe einfach. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit einem Rennen. Und zwar machen wir erstmal ein Grand Prix mit was nehmen wir denn für ein Team? Wir nehmen einfach mal hier so ein Mainstream-Team, Red Bull, was bestimmt jeder nehmen wird, gehen wir von aus. So, weil ich habe mit Red Bull auch den Young Driver Test gemacht. Und zwar machen wir ein 5-Runden-Rennen, wolkenlos. Schwierigkeitsgrad undefiniert, Bremshilfe aus, ABS ein, vollständig, nur in Kurven. Und zwar in 3D. Getriebe automatisch. Boxenstoffhilfe natürlich aus. Flaggen realistisch. Transformation vollständig. Fortgeschritten. Gibt es da noch irgendwie? Experte Legende. Danke. Ich bleibe bei fortgeschritten erstmal. Weil ich habe in Formel 1 2013 noch nicht so richtig viel Erfahrung. Und 4 Rückblenden. Und zwar. Die Frage macht versetzt. Safety Car gilt leider nicht, aber fortsetzen. Es gibt jetzt hier Classic und 2013. Wir machen aber eine 2013 Strecke. Und zwar machen wir. Wo ist es denn? Entweder das letzte Rennen von der Formel 1 oder das neue Rennen. Immer das hat 23 Kurven und 5, und ist 5,1 Kilometer lang. Ja, das nehmen wir. Singapur. Grand Prix von Singapur. Marina Bay Street Circuit. Los geht's. Auf jeden Fall wird von Formel 1 2013 kein gesamtes Let's Play kommen, weil niemand, den ich kenne und den ich bei Skype habe, das Spiel spielt und alleine erst recht nicht, weil ich dazu nicht weiß, was ich labern soll. Und ja, es sind jetzt einfach mal so 2-3 Release-Folgen. Werde ich auf jeden Fall machen. Ja, das mache ich. So, mein Controller. Also ich spiele es mit dem Xbox 360 Controller. Wireless für den PC. Und der Ton ist jetzt etwas laut, glaube ich. Also bei mir auf den Ohren zumindest. Ach, guck mal, neue Animation zum Einsteigen. Finde ich cool. So. Das ist auch neu, dass er mich anschnallt. So, das ist natürlich auch neu. So, der Monitor wurde auch neu gemacht. Vielleicht? Was, vielleicht? Na gut, dann nicht mehr. So, das ist auch neu, die Ansicht voll von oben. Ja, es ist jetzt, fängt immer zu spät an zu reden, also von daher. So, hier, Ingenieur, Schnellsetup. Mach ich auf ganz hoch und auf die Strecke. So. Ja, alles bereit. Wenn es nachher zu laut ist mit dem Ton vom Spiel, ich mach's mir jetzt hier auf den Ohren mal ein bisschen leiser, weil es mir zu laut ist, mache ich das in Premiere nachher ein bisschen leiser. Mensch, die zwei Mercedes sind vorne. Lewis Hamilton und ich bin auf dem 4. Das geht ja mal gar nicht. So, Mark Webber ist auf dem 7. Ich fahre mit der Perspektive, weil ich... Ach, jetzt geht's hier auf einmal. Okay, dann fahre ich so. Weil ich das Tacho nicht gesehen habe immer. Darum war mir es zu blöd. So. Da kommt schon. Oh Gott. Jo. Fahren wir mal langsamer. Ist klar, ja. So. Da haben wir mal an die Spitze fast gedrängelt. Neben uns ist Rosberg. Oh Gott, und oh Gott, die Kurve habe ich gar nicht gesehen. Komm, oh Gott, oh Mensch.
So, hinter uns ist jetzt so Rosberg, dahinter gleich unser Teamkollege Mark Webber. Vor uns ist Fernando Alonso, ihm Ferrari. Früh genug bremsen. Und nicht drehen. Oh Gott. So. Das ist jetzt neu. Das sind nicht mehr diese Schikane ist, diese rechts-links-links-rechts-Schikane. Jetzt immer nur Kurve nach links. Gibt's dann einfach. Jetzt. Oh, da haben wir ihn berührt. Den Fernando Alonso. So. Jetzt gehen wir genau hinter ihm. Mensch, mit der Bremsen. Vielleicht kommen wir dann auch schon vorbei. Oh, tut mir leid. Wollte ich nicht. So, jetzt bin ich Erster. So wie ich fahre, nicht mehr lange, glaube ich. Oh Gott. Toll. Ja. Es redet. Ja. So, es gibt hier sofort Wiederholung. Ach, das zeige ich mal einmal. Da kann man. Ja, genau. Das ist genauso der Einschlag in Singapur vom Toro Rosso, Daniel Ricciardo. Der ist hier so, aber seine Reifen haben noch blockiert und ist hier gegengefahren. Genau ungefähr hier auch so. Aber er steckt geblieben und konnte nicht mehr weiterfahren. Das war das Problem. Ja. So, und jetzt drücke ich hier X und dann kann ich hier weiterfahren. Aber auf diesmal ohne Fehler. So. Oh Gott. Oh Mann. Jetzt mal die Steuerung gewöhnt hier. Von 2013. 2012 war sie noch ein bisschen anders. Ich hoffe, mein Controller geht hier nicht leer während der Fahrt. Während des Rennens. Und ich fahre schon wieder gegen Oh Gott. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Ich kann wohl draußen bleiben. Gut. Alonso drängelt ein bisschen. Ich bin nervös. Ach, oh Gott. Oh Gott. Oh Mensch. Scheiße. Dein Frontflügel ist beschädigt. Wir reparieren ihn, wenn du an die Waffe kommst. Wenn. So, jetzt ist Rosberg hinter uns. Habe ich gerade gesehen im Rückspiegel. Wir wollen jetzt auch ein bisschen verbessert. Oh Gott! Man merkt jetzt schon, dass die Steuerung richtig drunter leidet. Dass der Frontflügel weg ist. Ja. Oh Mann, oh Gott! Also, wenn ich hier Formel 1 Saison fahren würde, das wäre hier richtig eng immer. Geschafft. Oh Mann, viel zu weit raus. Nö, ich fahre jetzt nicht in die Box, sehe ich so aus. Aha. Ja, in dieser Saison gibt es ja nur noch. Ja. 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 Ach, was wirklich? Was hat die schnellste Rennrunde? Ja, in dieser Saison gibt es ja nur 42 Fahrer, weil das Team HRT ja nicht mehr in der Formel 1 mitwirkt. Darum sind zwei Fahrer ausgeschieden, rausgefallen. So nah, wie geht denn das? Oh Gott, oh nein, oh Mensch. Das ist wieder der Fernando hinter uns. Der will jetzt überholen. Das lasse ich hier nicht zu. Ich habe mich den ganzen Tag schon auf dieses Spiel gefreut. Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich den Tag so lange über lang machen soll. Da
habe ich irgendwann nur noch Videos geguckt. Zum Beispiel hier Let's Race von Rumpel, Sergeant Rumpel. Und dann habe ich noch zwischendurch die Videos geguckt, die gerade noch so rauskamen. Aber irgendwie hat die YouTube-Abo-Box wieder ein bisschen rumgespackt. Bei mir zumindest. Ich weiß auch nicht warum. Und wieder gegen die Wand. Das kann doch nicht wahr sein. Gott. Oh Gott. So, noch diese und nächste Runde, dann. So, wir fahren jetzt mal so. Wir fahren so. So fahre ich bestimmt gegen jede Wand, die es gibt. Und doch nicht, Mensch. Unglaublich. War nicht gegen die Wand gefahren. Oder überhaupt näher dran kommen als sonst. Oh Gott, hier komme ich jetzt zu weit raus. Und hier komme ich wieder nicht an. Okay. Ich fahre auch lieber wieder so. Oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss mir erst nochmal. Ah, oh Gott. Ich muss mir erst nochmal eine richtige Kamera hier zurecht suchen. Ich habe das Gefühl, dass in Formel 1 2013 das Auto jetzt versucht, etwas auszubrechen als in 2012. So habe ich das Gefühl. Oh Gott. Ich glaube, das ist auch so. Bei Steam vorbestellt für 50 Euro und dafür habe ich alles bekommen. Einmal F1 Racer, dieses hier, dieses Comic-artige Formel 1 und dann noch ein 50% Gutschein für Codemaster Spiele auf Steam und dann noch einmal Formel 1 2012, was ich schon habe, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mit da darf ich einmal verschenken. Ich muss mal fragen, ob es jemand haben will. So, letzte Runde übrigens. Und fahr nochmal gegen die Wand dafür. Mensch. Wie auch sonst. Oh Gott. Und nochmal die Wand. Ja. Ich hab schon jetzt nicht aufgebaut zu Webber. Zu Alonso. Heute ist ja jetzt Freitag. Nee, doch, Freitag der 4. Oktober. Ja. Und da kommen. Also, es kam heute. Offiziell heute, aber ich konnte schon am 3. spielen. Frag mich nicht warum. Ist einfach so. 5 Minuten vorher. 5 Minuten vor Mitternacht durfte ich spielen. So. Gleich haben wir das Rennen hier gewonnen. Und zum ersten Mal sehe ich als erster Platz. Die Animation, die Cutscene, wie ich mich freue und auf dem Podium bin oder wie auch immer. Wie es mir jetzt sein soll, ich weiß es nicht. So. Okay, das ist so wie in Formel 1 2012. Die Menüs sind alle anders und die ganzen Pop-Ups oder so, wie man es denn auch nennen mag, sind anders. Unglaublich! Toll gemacht! Ich bin der Beste. So, hier, Paris ist jetzt bei Vodafone McLaren. Hamilton ist bei Mercedes. Sutil ist bei Force India. Also es hat sich einiges hier geändert, so wie es auch im richtigen Formel 1 2013 in der Saison jetzt ist. Und dann machen wir jetzt auf A Vorsitzenden. Mensch, das war ja schwer. Und jetzt? Ja, gut.
das war mein erstes Rennen, weil ich gewonnen habe in Formel 1 2013. Ich bin stolz auf mich. Unglaublich. So geht das Spiel. So geht das. Davon sind Platzierungen. Eine Punktdurchschnitt pro Rennen 25. Wir haben jetzt auch nur ein Rennen gefahren bis jetzt. Punkte 25, ja. Was glaube ich dir? Ja. Und das war's auch mit der ersten Folge Let's Play von der ersten Folge Formel 1 2013. Und in der nächsten Folge kommt das hier dran. F1 Classic. Bis dann, Leute, und ciao.